Hallo. Im folgenden Text geht es um dich. Und darum, dass du so oft darüber nachdenkst, was andere über dich denken. Ja, und dass du manchmal darüber nachdenkst, was sie denken, was du wohl denkst. Ja, manchmal denkst du sogar darüber nach, was sie denken, was du denkst, was sie denken, was du denkst. Was sie denken, was du denkst, was sie denken, was du denkst, was sie denken, was du denkst. Denn weißt du, deine Gedanken, die sind oft komplex. Minderwertigkeitskomplex. Du bist wie Mikrowellen, Fast Food. Du machst dich gerne schnell selbst fertig, nur mit weniger Ausstrahlung. Um dir zu erklären, was ich meine, folgendes Beispiel. Wenn man mit vielen Leuten in einem Fahrstuhl steht und auf einmal stinkt es, dann guckt man sich ja eigentlich um und denkt, puh, wer war das denn? Und die Person, die gepupst hat, denkt sich so, naja, hier sind ja so viele, wird schon keiner denken, ich war's. Und dann stehst da du. Und du wirst rot, obwohl du gar nicht gepupst hast. Aber irgendwie gehst du davon aus, dass alle denken, du warst es. Und jetzt, wo du rot bist, denken die es ja sowieso. Ja, ich glaube, du würdest sogar rot werden, wenn du nur mit einer Person im Fahrstuhl stehen würdest und die pupst. Und dann würdest du so Sachen denken wie, oh, vielleicht hat die Person gar nicht gemerkt, dass sie gepupst hat. Und jetzt denkt sie, ich würde das machen. Oh je, oh je. Oder vielleicht ist mir ja wirklich einer entfleucht und ich habe es nicht gemerkt. Oder was? Ja, denn Verhalten ist oft ein Unverhalten dir gegenüber. Denn du bist dir oft selbst peinlich. Da versuchst du manchmal heimlich für dich, ganz allein nicht für einen kurzen Moment mal du selber zu sein. Und manchmal schreckst du dich dann, weil du sein gar nicht kannst, denn du bist so anders. So an das Normalsein gewöhnt. Denn eins sagte man dir, sei einfach du selbst. Und so wurdest du selbst und wurdest ausgelacht. Du begannst dich zu verstellen und wurdest akzeptiert. Dann sagte man dir, bleib wie du bist. Und so bliebst du, wie du eigentlich nie warst. Aber eigentlich ist das Leben doch wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Doch dein Leben ist nicht wie Fahrradfahren. Dein Leben ist nur wie das Fahrrad. Wenn du dich nicht anschließt, bist du verloren. Ja, dein Leben ist wie ein Fahrrad, ein Verrat an dir selbst. Aber du brauchst ja auch gar kein Fahrrad fahren. Du bist ja eh mehr so der Mitläufer. Meine Güte, was sollen andere nur von dir halten? Ja, die Frage war ernst gemeint. Man hält sich doch von allein, doch das Einzige, was du hältst, ist dich nicht aus. Ja, du hältst es nicht aus, einfach du selbst zu sein und wirst stattdessen unsicher, ängstlich und gemein. Du weißt nicht, wie du anderen Hallo sagen sollst. Eine Umarmung oder ein Handdruck oder wenn eine Ghettofaust besser oder ist die schon wieder zum Möchtegern cool und dann stehst du da und winkst so. Ja, manchmal kannst du nicht mal vor anderen entspannt eine Banane essen oder ein Eis lecken, weil das ja anzüglich aussehen könnte. What the fuck? Und warum guckst du dir manchmal Profile von Menschen an, die du spannend findest und bekommst dann einen Schweißausbruch, wenn du aus Versehen beim Streicheln und Ablecken des Profilfotos ein Like da lässt? Warum kannst du nicht einfach dazu stehen, dass du diese Person ableckst? Und warum mit dir tanzen gehen? Ja, mit dir tanzen gehen ist mit dir rumstehen und nur zusehen und zur Bar gehen und einen Schluck nehmen, denn du willst dich nicht mehr für dich selber schämen. Aber anstatt darüber nachzudenken, was andere über dich denken, denk doch mal lieber darüber nach, was du jetzt wohl über dich denken würdest, wenn du mal du selbst wärst. Ja, bitte hör mal auf. Und hör mal nicht auf andere, auch nicht auf Zeitschrift oder Fernsehen, denn die machen es dir ja auch nicht viel leichter, außer dass du vielleicht ja noch mehr an dir zweifelst. Du rasierst dir die Achseln fast jeden Morgen, doch guckst du die Werbung, machst du dir Sorgen. So glatt und so rein werden deine nie sein. Wo haben die ihre scheißglatten Achseln gekauft? Ja, und du wachst nicht mehr mit einem Menschen an deiner Seite auf, denn dein Mundgeruch am Morgen, der ist bestimmt nicht normal. Zumindest sieht das morgendliche Küssen in den Filmen nie aus wie eine Qual. Normal bist du sowieso nicht. Ja, du bist bestimmt komisch, denn du spürst ja den Flow nicht. Oh. Wenn du deine Periode hast und in deinen Schlüppi mit extra saugstarker Binde schlüpfst und dann über eine Blümchenwiese hüpfst. Nein, du bleibst mit Bauchkrämpfen im Bett. Und sowieso, im Gegensatz zu 90% im Fernsehen, bist du auch echt fett und... Ich könnte jetzt ewig so weitermachen, doch ich würde lieber heiter lachen, denn die Norm, die mittlerweile schon in deinem Kopf existiert, die richtig und falsch dir suggeriert, die ist schlicht und einfach manipuliert. Also fang doch endlich mal an, deine Bedürfnisse zuzulassen und anstatt dich selbst lieber mal die Werbung zu hassen. Und bitte hör auf, darüber nachzudenken, wie andere Leute dich wohl finden. Und überleg lieber mal, ob sie dich überhaupt suchen. Oh. Nein, Quatsch, sorry. Versuch doch erst mal selbst, ja. Nimm dir mal den Mut und finde dich mal selber. Ja, finde dich mal selber gut. Und hör auf dich. Hör auf, dich hinter dir selbst zu verstecken und komm mal aus deinem Versteck, also aus dir selbst raus. Es ist auch nicht schlimm, wenn du dann mal kurz neben dir stehst, solange du dann endlich mal wieder von dir und mit dir selbst ausgehst. Ja, ich will dich mit dir selbst mal Akzeptanzen sehen, wie du und deine Fehler auf der Akzeptanzfläche stehen. Los, ihr habt doch nichts zu verlieren, aber bitte hört auf, im immerwährenden Gleichschritt zu marschieren.
Fang an, dich mit all deinen Makeln mal einzuhakeln und dann lausch deine eigenen Musik, ja. Spür deinen eigenen Herzrhythmus, Beat und dann pups im Fahrstuhl und guck die anderen böse an. Erzähl schlechte Witze wie diesen. Selbst ausgedacht. Was ist der witzigste Unterschied zwischen einem Wollknäuel und einem Bier? Wenn man das Wollknäuel stehen lässt, wird's nie schal. Ja, also, dann pups, erzähl schlechte Witze oder steh an der Supermarktkasse und schreie! Aber tanz bitte endlich mal wieder mit deinen Fehlern gemeinsam aus der Reihe. Dankeschön. Danke, Lady. In that green net up there.